Extremismus in Deutschland. Überschrift einer Unterrichtsstunde in einer 10. Klasse am Gymnasium Carolinum Neustrelitz. Die Unterrichtsstunde ist eigentlich keine, sondern ein Filmprojekt. Stella Schüssler ist hier auch nicht Lehrerin. Sie ist vom Kunsthaus Neustrelitz gekommen, um einen Workshop im Rahmen eines Jugendpolitiktages zu leiten. In der filmischen Unterrichtsstunde über Extremismus herrscht unter den Schülern eigentlich breiter Konsens, dass Demokratie, Vielfalt und Toleranz die richtigen Eckpfeiler für eine Gesellschaft sind. Okay. Und dann plötzlich kommt ein Lehrer rein und bringt eine neue Schülerin rein und trägt ein Kopftuch und fragt dich, wo kann die Schülerin sitzen? Und dann will keiner, dass die neben sich setzen, legt den Rucksack auf dem Stuhl neben sich und gucken alle so komisch und setzen sich halt ganz in die Ecke und alle sind so, die ist ja komisch. Wie weit ist es her mit der eigenen Toleranz und eigenen Vorurteilen? Dieses Filmprojekt ist einer von 7 Workshops an diesem Jugendpolitiktag hier am Neustrelitzer Gymnasium Carolinum. Veranstaltet wird dieser Tag durch das Bildungswerk Schwerin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die politische Erwachsenenbildung ist eine Kernkompetenz dieser landesweit tätigen Institution. Wir wollen Demokratie vermitteln, fragen, was bedeutet eigentlich Demokratie, und wir wollen da natürlich auch uns mit verschiedenen Bereichen, Teilbereichen, also gesellschaftlichen Teilbereichen auseinandersetzen, und so führen wir Veranstaltungen beispielsweise zur Bildungspolitik, zur Wirtschaftspolitik, zur Sozialpolitik, zur Entwicklungspolitik durch. Also es ist ein sehr breites Spektrum, was wir anbieten. Historische Bildung ist auch ein wichtiges Themengebiet. Schließlich hat Deutschland in den letzten 100 Jahren 2, wenn auch unterschiedliche Diktaturen am rechten und am linken Rand durchlitten. Eine bekämpfte die Demokratie offen, die andere trug sie dann 40 Jahre nur zum Schein im Namen. In ihrer schönen Gestaltung und mit vollbesetzten Stuhlreihen hat die Aula dieses Gymnasiums schon etwas von einem Plenarsaal. Hier eröffnete frühmorgens der Jugendpolitiktag ganz um das große Thema Demokratie. Und dazu gehört auch das Thema Extremismus. Und dieses fällt in das Ressort des Innenministers. Lorenz Caffier will vor allem junge Leute zur aktiven Beteiligung an Demokratie aufrufen. So ist Mitgestaltung möglich und wird Politik bürgernah. Ein Anliegen für den Innenminister. Keine Frontalansprache für die Schüler, sondern eine Gelegenheit für offene Diskussion über das Land und seine Probleme mit extremistischen Strömungen. 1 Million an Steuergeldern jährlich. Ja, also wir haben natürlich in Mecklenburg-Vorpommern einen Schwerpunkt bei Rechtsextremismus. Wir haben die ein oder anderen linksextremistischen Vorgänge, insbesondere in den großen Städten dieses Landes. Aber Schwerpunkt bildet den Rechtsextremismus. Die Frage des Islamismus ist eine Frage, die die Bundesrepublik Deutschland in Gänze beschäftigt und damit auch Mecklenburg-Vorpommern, allerdings nicht schwerpunktmäßig. Was bedeutet für euch Toleranz? Dem Wunsch des Innenministers nach aktiver Beteiligung und Auseinandersetzung mit unserer Demokratie kommen die über 110 Klässler zumindest probehalber in den eingangs erwähnten 7 Workshops nach. Demokratie. Was ist das? Wie wird sie im Alltag erlebt und gelebt? Die ganz spannende Frage ist natürlich am Ende, wie sieht die perfekte Demokratie aus und was stellen sich die Schüler unter dieser vor? Und da sind wir natürlich gespannt, was es für Veränderungsmöglichkeiten gibt und welche Ideen da halt hervorkommen. Wer Demokratie und Toleranz zu schätzen und zu schützen wissen soll, muss auch den politischen Gegenspieler gut kennen. So widmet sich der größte Teil der Workshops dem Extremismus. Jeweils zu unterschiedlichen Schwerpunkten leiten Fachleute verschiedener Institutionen die Arbeitskreise. Was kennzeichnet rechten, linken oder religiösen Extremismus? Warum bedeutet er in jedem Fall Gewalt und Unterdrückung? Mit welchen Parolen gehen Extremisten auf Anhängerfang? Welche bestehenden Vorurteile nutzen sie aus? Wie argumentiert man richtig dagegen? Braucht es eigentlich extra solche Veranstaltungen, um sich mit grundsätzlichen Fragen unseres gesellschaftlichen Systems auseinanderzusetzen?
oder findet das auch im Alltag statt? Also ich denke, es findet auf jeden Fall im Alltag statt, aber es ist schon wichtig, dass man sich in der Schule auch mal damit auseinandersetzt, neue Formen des Extremismus kennenlernt und damit man draußen auch dagegen kämpfen kann, weiß, was, wie gehe ich damit um, was muss ich jetzt machen. Also ich denke, das ist auf jeden Fall schon wichtig, weil das ist immer ein aktuelles Thema, man muss sich damit immer auseinandersetzen. Und das Beste ist, wenn man gute Argumente kennt gegen den Extremismus, dann kann man wirklich dagegen vorgehen und das verhindern. Und deswegen denke ich, ist es auf jeden Fall wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ich finde es auch sehr wichtig, dass Schüler, auch vor allen Dingen in unserem Alter, die eben viel austesten wollen, auch mal, dass sie eben auch diese Möglichkeit bekommen, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen und auch wirklich Fakten und Informationen eben zu kriegen. Denn Fakten sind eben nicht gleich Fakten. Das gilt besonders in der Welt des Internets. Hier kann von jedermann ununterbrochen getwittert, gepostet und geblockt werden. Eine ziemlich unübersichtliche Informationsfülle. Auch hier begegnet uns direkt, aber auch durchaus gut getarnt Extremismus. Ja, das Besondere ist, dass Extremismus eigentlich überall ist und dass vielen nicht bewusst ist. Also es gibt Internetforen, Chats, in sozialen Netzwerken treiben sie sich rum und Videoportalen. Und dieses Bewusstsein erstmal zu wecken, dass es halt überall ist und wie gefährlich das ist und wie manipulativ, das ist so das Wichtige. Und ich hoffe einfach, dass es heute so angekommen ist bei den Jugendlichen. Ich selbst kann etwas gegen extremistische, menschenfeindliche Inhalte im Internet tun. Ich sollte Informationen, Behauptungen und Quellen immer kritisch hinterfragen. Ein Bewusstsein, das wohl glücklicherweise bei den meisten hier nur geschärft und nicht erst geweckt werden muss. Ja, doch schon. Ich würde auch schon eher gucken, ob die Quelle zuverlässig ist und achte auch darauf, dass es nicht einfach aus der Luft gegriffen ist und irgendwer da einfach nur seine Meinung vertreten möchte. Demokratie und Extremismus sind gegensätzliche Modelle einer Gesellschaftsordnung mit unterschiedlichen Definitionen für die Stellung des Menschen. Steht das Wohl des Menschen im Mittelpunkt oder ist er ein uniformes Rädchen eines Systems? Extremismusforscher Dr. Rudolf van Hüllen gibt diese analytischen Denkanstöße und sieht auch, wie eine Demokratie Extremismus in der Praxis richtig begegnen kann. Das Entscheidende ist, dass man vor Ort in der Gesellschaft demokratische Normen als Selbstverständlichkeit verankert, dass man diese Dinge jeden Tag lebt, dass man eine intakte Struktur hat, die extremistische Verführer und einfache Botschaften von Extremisten unnütz und aussichtslos macht. Das ist im Grunde genommen wichtiger als der Fingerzeig auf einzelne Extremisten, die es in jeder Gesellschaft immer geben wird. Das kann man nicht verhindern. Das Finale dieses Jugendpolitiktages bildet die Präsentation der einzelnen Workshops. So geben sich die Schüler gegenseitig Einblick in die Arbeit des Tages und üben sich ein weiteres Mal auch in demokratischer, offener Gesprächskultur miteinander. Ja, Extremismus finde ich voll doof. Also man kann das nicht, das geht überhaupt nicht.